Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elendum zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, auf Pony sind wir gelandet. Es wird weitergehen mit der After-Story. Da gibt es noch ein paar Sachen zu erleben. Aber erstmal brechen wir ins Pokémon Center auf und geben mal die Gold Nuggets aus. Schauen mal, wie reich wir danach sind. Jo, wir haben 55 Gold Nuggets bekommen. Die können wir jetzt hier beim Supermarkt, hier beim Händler verkaufen. Mal schauen, wie viel Gewinn wir daraus kriegen. Wo haben wir sie denn? Riesen Nuggets, hier haben wir sie. 55 Riesen Nuggets. Ein großes Nugget aus purem Gold, das einen schimmernden Glanz besitzt. Es ist von großem Wert. Ja. 82.145 Pokémon-Dollar habe ich jetzt schon. Dann schauen wir mal, wie viel das wird, wenn ich denn hier alle 55 Stück verhökere. Oh wei. Stinkenreich bin ich dann. Ich sehe es gerade schon auf dem unteren Bildschirm. Ihr seht es gleich auf dem oberen Bildschirm. Ich bin reich. Und damit hätte sich Team Rainbow Rockets alle mal finanzieren können. So, ich würde dann mal 55 Riesen-Nuggets verkaufen. Schaut euch diese Zahl an. 1.182.145 Pokémon-Dollar. Was wollen wir uns denn damit kaufen? Ultra-Bless bis zum Abwinken. Unendlich Poké-Ultra-Bälle und so weiter. Pokébälle und so weiter. Mal schauen, wir finden da was. Vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit, in der After-Story mal irgendwo in einem Klamottenladen sehr teure Klamotten zu kaufen. Das wäre es auch wert. Wäre auch den Spaß wert, so ein 1000 Poké-Dollar schweres Kostüm anzuhaben. Ja. Weiter geht's hier entlang. Dann geht's mit der After-Story weiter. Denke ich zumindest. Oder das ging doch hier Richtung Kampfbaum. Da wollen wir hin. Da sind wir hier aber falsch. Ich glaube, ich nehme diese Strecke hier. Den alten Pfad von Pony. Der wird uns doch wahrscheinlich in die Wildnis von Pony führen. Oder liege ich da falsch? Oh, ein Herrschersticker. Die sind hier gar nicht selten. So, hier sind wir im Wald von Pony. Vielleicht müssen wir wahrscheinlich erstmal hier durch den Wald. Und dann können wir weiter. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Hier ging es doch schon mal weiter. Oh, ein Trainer. Ein wilder Trainer. Wadi, Stats, komm! Labern die jetzt auf Englisch zu mir? Ja, Sven fordert mich heraus. Ah, Labis. Ja, ein Sven. Ein Sven. Wieso spricht ein Sven Englisch? Ja gut, auch ein Sven kann amerikanisch sein, aber was soll ich sagen? Phantom Galsier ist ein Labis. So sieht's aus. Das geht relativ schnell und war relativ nutzlos. Ich hätte auch jeder andere Attacke einsetzen können. Hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Also, diese Hyperattacke war es jetzt nicht wirklich wert. Juwelenkraft auf Knogger. Wir werden sehen, dass auch das effektiv ist. Und das gegnerische Pokémon sofort umhaut. Da war es noch eins. Waschhaftkiel. Waschhaftkiel. Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. Felsgrab. Da wird das Wasshackwiel lebendig begraben. Oder auch nicht.
Es hält es sogar ein bisschen aus. Hui! Pikachu soll jetzt weiterkämpfen. Und wurde vom Gegner ausgewählt. Von mir aus. Los, Pikachu, Donnerblitz! Und zack! Und was hat Quill wurde besiegt? Ja, das war's mit dem ersten Trainer hier auf der Route und der Wildnis von Pony. Game over! Zwergfee gewinnt 3876 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Trainer in der Wildnis von Pony. Genau gesagt, im Wald von Pony. Hervor! Hätten war das auch. Können wir da mal weiter? Das sieht doch schon mal gut aus. Die Ebene von Pony. Genau, da wollte ich hin. Da sind wir in Pokémon Sonne ein bisschen anders hingekommen, aber so geht's ja auch. Das kann man es auch schaffen. Was? Ein wildes Pokémon von oben! Ein Rassaf wild erscheint. Los, Necrozma. Nee. Nicht wirklich. Wir fliehen einfach mal. Haben wir lange nicht mehr gemacht, das Fliehen, aber ja, können wir auch mal machen. Hier ist eine Sackgasse. Dann gehen wir halt woanders lang. Die Ebene von Pony ist groß. Tipps für Trainer. Beim Fangen eines Pokémon kann es vorkommen, dass der Pokéball nur ein einziges Mal wackelt. Je mehr Pokémon gefangen werden, man nennt das einen Schnäppchenfang, da das Pokémon dadurch leichter gefangen werden kann. Ach so, ja, wenn ich ein Pokémon nochmal fangen will, also wenn ich mir nochmal einen Pikachu fangen will, das noch viel leichter. Aber ja, wer braucht zwei Pokémon von demselben Typ? Ich nicht. So, hier geht's weiter auf die Strecke. Ich hoffe, ich verirre mich nicht. Hier ist es zu eng, um ein Pokémon für Pokémobil zu rufen. Warum ist dann dieses Teil dort? Ja, dafür ist es da. Geht also doch mit Pokémobil. Da haben wir ein Gryphididis. Wieder so ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Was soll es? Wir werden ihn nicht besiegen, wir werden fliehen. Wir sind heute ein bisschen feige, aber ja, man muss ja auch nicht gegen jedes wilde Pokémon kämpfen. Das ist ja, ja, wäre auch Wahnsinn. Eine Höhle. Ah, schön. Du misst den Z-Kristall, der sich im Sockel befindet. Einfach so, Grandirasium Z bekommen. Ja, einfach mal zum Mitnehmen, so ein kleiner Snack für zwischendurch. Früher haben wir uns die noch durch Inselprüfungen erkämpft, jetzt können wir uns die einfach so auf dem Weg snacken. Ja, so schaut's aus. Ein Kometstück. Kometen liegen hier also auch noch rum. Kometstücke. Ja, schaut wie eine Sackgasse aus. Ein wilder Trainer. Ein Wanderer-Trainer. Mein Team und ich sind Kinder der Berge. Schön zu wissen. Erzähl mir mehr. Ein Pokémon hat er. Wanderer Wolfgang fordert dich heraus. Wolfgang. Aha. Johann Wolfgang vom GOT. Ja. Ohne Sache, die war mal ein Insider, den wir mal in der Schule hatten. Abschluss, ja. Das kann ich euch erzählen. Abschluss, ja, so den Abschlussprüfungen, Vorbereitungen. Da hatten wir so eine CD, diese typischen englischen CDs, wo dann halt die diese Sprecher, die da irgendwas labern und halt selbst scheinbar nicht richtig Englisch können. Und dann hat der irgendwas über deutsche Kultur geredet auf Englisch und ja. Dann hat er gesagt, Johann Wolfgang von GOT ist a very nice, important German. Keine Ahnung. Und was heißt Dichter auf Englisch? Ja, ich konnte dann immer noch ein bisschen weniger Englisch als die Person, die da die CD eingesprochen hat. Dementsprechend sah dann auch meine Zeugnisnote in Englisch aus. Ja, Und was soll man sagen? Mein Englisch ist not the very best. Hallo, Zwergenfee. Alles klar bei dir? Bist du beim Sammeln der Kerne und Zellen von Zygarde vorangekommen?
Ein kleines Pepek hat mir geflüstert, dass du jetzt der Champ von Anoda bist. Herzlichen Glückwunsch. Während du dich auf deine Inselmannschaft konzentriert hast, haben wir uns über den Z-Griff-Ring schlau gemacht. Ist schon irgendwie seltsam, dass wir uns hier in einer Region so weit entfernt von Kalos über die Mega-Entwicklung unterhalten. Ach naja, die habe ich ja auch im Rainbow Rockets Schloss gesehen, also so abwegig ist das gar nicht. Wurde, glaube ich, von zwei Bossen eingesetzt, die Mega-Entwicklung. Also ja, so weltfremd ist das hier gar nicht. Aber wir sind Trainer. Anstatt hier langweilige Reden zu halten, zeigen wir dir am besten einfach, was es damit auf sich hat. Ein Kampf gegen Dexio. Das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Naja, doch, habe ich kommen sehen, weil ich habe mich spoilern lassen und ich wusste das schon, aber unter Umständen hat man es nicht kommen sehen, wenn man hier unterwegs ist und sich nicht spoilern hat lassen. Ich genieße das Spiel trotzdem in vollen Zügen. Ja. Nikrosma gegen ein Psyana, ja. Das klingt so scharf. Dieser Name von Psyana. So scharf wie eine Messerklinge klingt das. Dieser Name. Okay. Jubel in Kraft. Nikrosma. Gib dein Bestes. Okay, ja, dein Bestes sieht anders aus. Aber ein Anfang ist das auf jeden Fall. Was? Kräftetausch? Okay. Kann sie jetzt meine Attacken und ich ihre oder was? Wie sieht das jetzt aus mit Kräftetausch? Oder sind das nur die Werte, die Dingens und die Brummens und die sinnlosen, naja, sinnlos sind sie nicht, aber diese ganzen Spezialverteidigungs- und Angriffswerte und so weiter. Ich kämpfe ja sehr offensiv. Da brauche ich diese Verteidigungs- und Spezialwerte ja auch nicht. Alola Reichu! Aus seinem Surfbrettschwanz. Ja. Der hat einen Schwanz, dass er drauf surfen kann. Böse Leute. Böses. Ein böses Luder vor der Kamera. Was ihr so denkt, das ist, Leute, das ist, was ihr, die Jugend heutzutage, kann man nicht mal vernünftige Sätze bilden und, ohne dass da halt die Jugend heutzutage hier mal irgendwas raus interpretiert. Die Jugend heutzutage, genauso, wie der Taubi über die Jugend heutzutage schimpfen. Nee, ist ja noch Spaß. Spaß. Jojojo. Nachthieb. Einmal eingesetzt auf Lashoking. Komm, mach mal was. Mir wird's langweilig. Tu mal was Angemessenes hier im Kampf einsetzen. Meinem Nikrosma wird langweilig. Der pennt gleich ein. Der hat hier schon mehrere deine Pokémon weggewetzt. Da waren es nun nämlich nur noch zwei von deinen Pokémon. Nachthieb. Und auch Metagross ist bald besiegt. Na, ein bisschen was kann der aushalten. Ist halt Metagross. Stahl-Pokémon. Und da war es um Nikrosma geschehen. Den wollte ich eigentlich nicht einsetzen. Der hat nämlich keine effektiven Attacken. Ja, gut. Habe ich aber irgendwie trotzdem gemacht. Der Steve, der hat eine sehr effektive Attacke. Der kann noch mal in den Kampf kommen. Du schaffst das, Steve! Auf geht's, mein Feuervogel. Hast mich schon öfters stolz gemacht. Jetzt mach mich auch weiterhin stolz. Mit Nitro-Ladung! Hau rinne. Das meint ihr nicht zu Metagross, das meint ihr zu Steve, aber okay. Wen haben wir denn hier noch? Puddy. Ja gut, ja, versuchen kann das ja mal. Mein Starter-Pokémon. Mein Bautz. Mein Hoodie-Leinchen. Schattenfessel. Na komm. Hau rinne. Das soll ja sehr effektiv sein. Mach was draus. Ja,
Okay, ja, kann man so gelten lassen. Das kann man aber gar nicht so gelten lassen, dass der so viel abzieht hier. Meine Güte, Schattenfessel, komm, mach dem Metagross ein Ende. Bereit dem Metagross ein schmerzhaftes Ende. Du soll leiden. Nein, du soll nicht, armes Pokémon. Du soll in Frieden in den K.O. gehen. So ein paar Erfahrungspunkte für das Team. Simsala. Das letzte Pokémon von Dexio ist ein Simsala. Noch zu Zauberformen hier in der Lage. Na komm, Schattenfessel. Ah, der Mega-Ring. Der sollte ja demonstriert werden. Jetzt wird er demonstriert. Und zwar mit Simsalas Mega-Forum. So, Psychokinese. Das war's dann damit, Hudi. Würde ich sagen. Ja, aber wir haben da noch ein Ass im Ärmel. Wir haben noch mehrere Esser im Ärmel. Aber das Ass, was ich meine, ist ein Galopper. Ein Galopper, du bist dran. Shiny Galopper Level 100. Du setzt jetzt einfach mal Nitro-Ladung ein. Könnte unter Umständen etwas bringen. Na komm. Jo, da haben wir das Simsala auch besiegt. Das Mega-Simsala. Es lässt seinen Löffel fallen. Es gibt den Löffel ab. Und Pokémon-Trainer Dexio wurde besiegt. Meine Pokémon haben ihr Bestes gegeben. Zwergenfee gewinnt 8400 Pokémon-Dollar. Ach Quatsch, brauche ich nicht mehr. Ich bin reich. Ich habe ja die ganzen Gold-Dublonen. Wie komme ich jetzt auf Gold-Dublonen? Die Gold-Nuggets ausgegeben im Supermarkt und bin jetzt reich. Ich bin Millionär. Ich brauche dein Geld, nicht dein Taschengeld. Ich muss den kleinen Kindern auf der Straße kein Geld mehr abknüpfen. Spoy, Rich Girl, Zwergenfee, gar nicht mehr nötig. Der Trainer hält den Schlüsselstein und dem Pokémon gibt man den Megastein zum Tragen. So kann man seinen Pokémon während eines Kampfes eine Mega-Entwicklung durchführen lassen. Ich bin mir sicher, dass ein großartiger Trainer wie du, der sich mit dem Z-Kraftdrink auskennt, auch einen Schlüsselstein einsetzen und damit dem Megastein die entsprechende Reaktion entlocken kann. Wenn du also einen Schlüsselstein hast, kannst du einem Pokémon mit Megastein eine Entwicklung durchführen lassen. Also ein kleines Geschenk von mir. Hier bekommst du von mir den Megastein Simsalanit, mit dem du bei Simsala die Mega-Entwicklung auslösen kannst. Du hast zwar keinen Simsala, aber ja, okay, hier hast du. Nimm einfach hin. Du hältst das Item Schlüsselstein. Schlüsselstein wurde in der Itemstasche verstaut, Basis-Itemstasche verstaut. Du hältst das Item Simsalanit. Simsalanit wurde in der Itemstasche verstaut. Wenn man mal so darüber nachdenkt, mit Hilfe des Z-Kraftrings kann ein Trainer den Pokémon seine Gefühle vermitteln und ihnen den Einsatz von Z-Attacken ermöglichen. Man sollte meinen, dass man damit also auch eine Mega-Entwicklung in Gang setzen könnte. Erst dann, wir widmen uns wieder unsere Nachforschung. Bon voyage! Und da hauen sie wieder ab, die Gäste aus Kanto. Und ich hau auch ab. Ich gehe durch den Wald. Durch das Pony-Blumenmeer. Es ist kein Wald, es ist ein Blumenmeer. Oh, so schaut's aus. Und da haben wir ein Koriogel. Das sieht chinesisch aus. Oder zumindest asiatisch. Ich würde es durchaus asiatisch nennen, aber ja, weil chinesisch kann auch anderes Gebiet und andere Länder sein. So, da haben wir doch ein Zygarde-Dingens. Nein, es ist nur ein Poponanektar. Sah so aus wie ein schlurrendes Dings. Ja, ist es aber nicht. Ist mein Item. Poponanektar. Hier gibt es wohl ganz viel Poponanektar. Lohnt sich also hier durchzulaufen, wenn man auf Poponanektar-Sammlung ist. Eine Machtlinse. Jetzt habe ich die Macht. Jetzt habe ich Geld und die Macht. Die Macht durch die Machtlinse. Reich und machtvoll. Was will man mehr? Okay, da komme ich nicht hoch. Man muss durch das hohe Gras. Aber das hat uns ja noch nie abgehalten,
Wir sind ein wahrer Pokémon-Trainer. Das hohe Gras hält uns nicht auf. Frank, auch nicht am Ende. Ein Koriogel. Sieht schon nicht scheiße aus, dieser Koriogel. Aber im Team haben will ich den auch nicht unbedingt. Also fangen muss ich den nicht. Was? Flucht gescheitert. Das sah episch aus. Darf ich trotzdem mal fliehen? Eigentlich darf nicht fliehen. Was? So ein kleiner Vogel hier. So ein Vogel hier geht mir Mauerwerk auf den Keks. So ein Mauramura, so ein Muramura, der ausgesprochen wird. Und kann sich nicht gegen so ein Koriogel behaupten. Ja, was soll denn das? Die Finalhöhle. Ja. Wir sind wohl in der Finalhöhle angekommen, Mann. Aha. Hier kannst du dieses Pokémon für Pokémon hier nicht herrufen. Aber hier kann ich es. Ah, ist klar. Ich brauche aber ein anderes. Weil er kommt da nicht drüber. Und da haben wir ein Golbats Wild. Natürlich, Golbats in Höhlen. Das ist so wie Fische im Wasser. Das ist relativ häufig der Fall. Die kommen hier gar nicht selten vor. So, Statusveränderung, mir egal, ich will scheitern, Flucht gescheitert, so ein Muramura gegen so einen Golbat und die Flucht gescheitert. Gibt's denn sowas? Ich brauche mal ein Pampros, das kann da nämlich Trüber. Ja, und weitere voran durch die Finalhöhle. Oh, ein paar Trainer. Die versuchen wir natürlich zu umgehen, wenn möglich. Haben wir nicht geschafft, nicht ganz. Ich mache aus ihm wie ein Backpackerin. Aber was verbirgt sich hinter der Fassade? Eine Backpackerin. Eine Backpackerin-Trainerin. Ja, so ungefähr. Backpackerin Elisa fordert dich heraus. Man verbirgt sich hinter der Fassade. Ein altes Pokémon. Das ist schon da. Zweite Generation, dritte Generation, ja, erste glaube ich nicht, aber ja, dritte könnte passen, zweite. Felswurf auf Voltenso. Ja, das Voltenso, das werden wir noch hinkriegen hier. So ein starkes Pokémon ist das ja auch nicht. Obwohl, in Pokémon Mystery Dungeon, kann ich mich dran erinnern, gab es schon Situationen, wo eine Horde von Voltenso, ja, und die Schwierigkeiten gebracht hat. Aber Mystery Dungeon ist ja auch was anderes. War es zu stark? Da war für uns leider nichts zu holen. Zwangfee gewinnt 1416 Pokémon Dollar und siegreich aus dem Kampf gegen Backpackerin Elisa. Hieß die Elisa? Ja, die hieß Elisa. Hervor. Jetzt immer weiter voran. Lassen uns hier nicht aufhalten. Okay, das kann der nicht zerstören. Da müssten wir mit einem anderen Pokémon lang. Ich glaube, wir gehen in die falsche Richtung. Ich renne mal mit dem hier voran. Rein in die Höhle. Na, was haben wir denn hier? Im Innersten der Finalhöhle. Ein wildes Pokémon. Hier im Innersten der Finalhöhle. Ein Golbat. Wow, der Wahnsinn. Los, Chuck. Du bist dran. Können wir mal fliehen? Dürfen wir? Flucht gescheitert. Natürlich ist die Flucht gescheitert. Kennen wir ja bereits. Früher entkommen. Oh. Oh. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Oder doch, ich sehe was, was ihr auch seht. Das ist ein Zygarde. Ja, einfach so random hier in Höhle. Ich habe mich einfach mal nach rechts verirrt. Bin nicht gerade ausgegangen, sondern nach rechts. Und bin dann halt, habe mich zu einem Zygarde verirrt. Verwirrt bin ich auch. Ja, kommt mir bekannt vor, der Ort hier. Ort auch bekannt vor. Ein Charizardo wild erscheint. Zwangi, diese Pokémon bin ich noch nie begegnet. Ja, ein komplett neues Pokémon für den Rotom Pokédex. Haben wir was Neues registriert. Wir fliegen trotzdem. Haut doch ganz nach der Höhle aus, die wir aus Pokémon Y kennen. X und Y.
Da gab es zum Ende nach der Story, in der After-Story, auch ein Zielgarde zu fangen. Wäre das eine Hommage an Pokémon Y hier. Ein Zielgarde in der Höhle. Ja, Chuck ist im Kampf gegen einen Unharfnir. Er flieht. Flucht gescheitert. Verdammt! Das haben wir heute verdammt oft hier. Auch immer entkommen. Wir gucken uns überall um. Zitterorb gefunden. Ja, genau dafür gucken wir uns um. An allen Ecken und allen Kanten gucken wir uns um. Dass wir vielleicht doch noch was Nützliches finden. Ist nicht so nützlich. Die sind eher, ja, nervig. Mehr nervig, als dass sie nützlich sind. Man könnte gegen sie kämpfen, dann wären sie noch ein bisschen nützlicher, aber ja, natürlich ist die Flucht gescheitert. So scheitert denn diese verdammte Flucht immer. Und erst beim zweiten oder dritten Mal geht es hin. Luftschnitt. Man musste erst mir etwas antun, um zu sehen, dass ich unbesiegbar bin. Zumindest für ein wildes Pokémon bin ich unbesiegbar. Ach, wie lange willst du mich hier auch noch aufhalten? Flucht gescheitert. Komm, lass mich ziehen. Komm, lass mich abhauen. Flucht gescheitert. Was soll denn der Mist jetzt hier? So, was haben wir denn hier auf dieser Seite noch? Oh, auch noch ein Item. Kugelblitz. Ja, können wir bestimmt irgendwo viel gebrauchen. So, und da dürfte es jetzt noch was geben. Oder auch nicht. Auf jeden Fall hier noch. Ein wildes Golbat. Ach ja, wie sehr ich Golbats hier liebe. Zubats und Golbats in Höhlen. Es erfüllt mein Herz immer wieder mit wahnsinniger Freude, Golbats in Höhlen zu sehen. Und wenn dann auch noch die Flucht scheitert. Och, da ist mein schönster Traum hier erfüllt. Da muss hier das die... Das muss die Sirene anschmeißen. Sarkasmus, Sarkasmus, Sarkasmus. Gibt ja einige da draußen, die das nicht verstehen. Den Sarkasmus nicht hinkriegen. So, da haben wir ein Zigarde. Holen wir uns das Zigarde. Fangen wir uns ein Zigarde in dieser Höhle. Auf geht's.